heute. Und Bremen Schuss. Upside. Bowden, Melville, alles hoch auf geschlossene Leute. Das war Kolos Geschoss. Der Mann, der... Riedle. Doll. Breme. Völler. Da hat 0:0 weiterhin in Nürnberg. Ah, gut gespielt von Breme. Jetzt ist Platz vorhanden, mal auf der linken Seite für Doll. Ist dann ausspielt. Wieder mit nach vorne. Breme. Riedle. Gut Voller. Aufgelegt. Herrlich gemacht. Herrlich gemacht. Guter Kopfball leider in die Arme vom Torwart. War eine tolle Aktion. Das war eine tolle Szene. Schauen wir uns nochmal an. Toll aufgelegt von Karl-Heinz Riedle. Und dann kommt der Binz wie so ein Torpedo da angeschossen. Leider nur in die falsche. Toll. Und Binz versucht sich da. Mit sehen, was war dein Moment zu sehen. Erinnert mich so ein bisschen an so einen walisischen Catenaccio. Buchwald. Eckball. Ja, auch wenn da viele Zuschauer hier Elfmeter schreien, es war keiner. Korrekte Entscheidung vom Schiedsrichter. Können wir uns nochmal schnell ansehen. Er trifft jetzt eindeutig den Ball. Ja, Ast rein. Richtige Entscheidung von Monsieur Guignou, einem Beamten aus dem französischen Innenministerium. Andi Möller tritt den Eckball. Und gleich das Ganze nochmal. Jetzt ein Powerplay langsam. Doll, Möller. Tor! Andi Möller! Schießt in der 34. Minute das so unglaublich ersehnte 1:0 für Deutschland. Eine tolle Aktion, ich habe schon fast gemeint, er kommt in Stolpern. Kam auch. Kam in Stolpern und trifft dann allerdings toll. Kommt dann aber frei und kann richtig voll durchziehen. Toller Pass. Ja, da ist er mehr ausgerutscht, der Möller. Ja, das war's dann wohl. Das war ein halbes Eigentor. Hat der Rudi Völler natürlich seine ganze Erfahrung ausgespielt. Hier sehen wir nochmal McGeier von allen guten Geistern verlassen. Schauen Sie sich das mal an. Völlig ohne Not. Hätte den Ball nach vorne schlagen, ins Austreten können. Er hatte alle Möglichkeiten. Ich glaube, er hat den Rudi Völler gar nicht gesehen. Er hat ihn mit Sicherheit nicht gesehen. Das könnte schon fast eine kleine Vorentscheidung sein. Aber in diesem Tor hat der Rudi Völler seine ganzen Ein- und Donner, aber ohne Effekt. Rudi, der Publikumsliebling, hier wie überall in deutschen Stadien. Und natürlich haben auch all die anderen Nationalspieler mitgefiebert, der Bielet Barski ja zusammen mit Paul Steiner, dem Kölner, um Telefax geschickt. Gute Flanke, super! Riedle! Super Tor! Das 3:0! Eine super Aktion, muss man sagen. Tolle Flanke mit dem rechten Außenriss und wie der Karl-Heinz Riedle da reingegangen ist. Sehen wir nochmal. Fantastisches Tor. In der 47. Minute.
ist schon sowas wie eine Vorentscheidung bis 3-0. Toll, wie der da reingeht. Ball genau trifft, keine Chance für den Torwart. Und das war dann gleichzeitig auch schon die letzte Aktion. Auch toll getimt hier vom Lothar mit dem Ausriss. Herrlich geflankt von Lothar Matthäus, der sich wirklich ganz in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Ja, muss sein, die letzten 20, speziell 20 Minuten, waren vom Feinsten. So, da will ich mal sehen, ob wir da unten doch schnell ein Interview kriegen. Das ist offensichtlich nicht der Fall. So, jetzt ist genau eine Stunde gespielt. Deutschland führt mit 3-0 gegen Wales im Nürnberger Frankenstadion. Die Tore innerhalb von 13 Minuten. Und vielleicht jetzt das nächste, bitte. Riedle. Ein ganz wichtiges Tor, sein einziges Länderspieltor. Da sehen Sie ihn. In Köln zur WM nach Italien schoss, auch gegen Wales. Vielleicht gerade noch rasiert. Da fällt er nicht wieder, hat toll getroffen. Der Schuss des Mannes von Lazio. Weiter rechts war er drin. So, und jetzt wird hier gewechselt. Karl-Heinz Riedle wird wohl gehen. Den es da doch ein bisschen erwischt hat. Und er wird hier zu Recht mit großem Applaus verabschiedet. Der Neurömer, der in der 47. Minute das 3-0 nach dieser Bilderbuchflanke von Lothar Matthäus erzielte. Ja gut, ich habe den Berti Vogts gerade gesehen. Der hat angedeutet, dass damit Doll, genau wie in England, im Sturm wieder spielen wird. Und der Thomas Hessler seinen Platz im Hughes auch untergegangen. Und Hessler. 4-2. Muss fast Tor sein. Zu früh gespielt. Und leider abseits, meine Damen und Herren. Ein Wunsch. Möller. Gut gespielt. Hessler. Tor. Da ist das 4-0. Thomas Doll. Jetzt reiht sich auch Thomas Doll in den Torreigen ein. 69. Minute. Noch ein Römer. Hier sehen Sie es. Aber keine Chance für Southall. Der flog schon vorher in die andere Ecke. Durch die Beine da vom walisischen Abwehrspieler. Also sein erstes Tor im fünften Länderspiel. Möller, Völler, Riedle, Doll. Wer hätte das vorher gedacht? Mit der Hälfte wären wir schon zufrieden gewesen. Ja, vor dem Spiel auf jeden Fall. Das ist natürlich schon eine optimale Ausgangsposition für die Schützlinge von Berti Vogts. Effenberg gegen Jan. Da bin ich nicht sicher, dass das abseits war. Das bin ich auch nicht. Und viele Zuschauer, die auf der gleichen Höhe des Linienrichters standen oder stehen, besser gesagt, haben gepfiffen. Hier sehen wir es nochmal. Also ich sehe ihn nicht drin, wenn ich ehrlich ich bin. Ich auch nicht. Elfmeter. Ach, jetzt macht der Unglücksknabe Effenberg da auch noch Hand. Na gut, er hat ihn umgestoßen. Schauen wir nochmal hin.
Jetzt kommt die Szene, da wird der Ball ihm hingestoppt und dann stößt er. Nee, er gibt ihm einen mit, ja. Also halb vieler hin, halb schubst er ihn. Vertretbarer Elfmeter. So, Karl-Heinz Rummenigge extra für Sie. Schickt der Europe jetzt noch den 17-jährigen Giggs ins Spiel. Aber vorher dieser Strafstoß. Und das soll er noch sein lassen. Der Jürgen Kohler sieht da noch gelb. Das ist eine dumme gelbe Karte und die muss nicht sein. Die wird zwar heute keine Auswirkungen haben, aber kann irgendwann mal Auswirkungen in den nächsten Spielen haben. Vor allen Dingen bei diesem Spielstand 4-0 auch unerklärlich, da noch ein Theater oder Zirkus zu machen. Bodin. Ein ganz großer Schritt in Richtung Schweden getan. Pünktlich pfeift der gute Schiedsrichter Guignoux aus Frankreich dieses Europameisterschaftsqualifikationsspiel zwischen Deutschland und Wales ab. Zum Schluss auch noch fair. Es gibt Trikottausch, zwischendurch war es mal ruppig.